So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Ja, ich bin hier. Warum? Zeige ich euch gleich. Ich würde nur angeben, haha, ja, ich habe es hier rauf geschafft. Und es war gar keine Mission dort zu finden, sondern ein Prepper versteckt. Ich habe mich sehr, sehr, sehr geärgert. Aber gut, das war jetzt nicht wirklich interessant. Viele Adler sind rumgeflogen und haben mir ins Auge gepickt. Aber mehr was nicht. Was ich sagen möchte, warum wir hier im Menü anfangen, ist folgender Grund. Ich habe offscreen, ich glaube, einen Schrein oder so weggebombt und Zivilisten so befreit. Und ja, guckt euch das mal an. Ich bin ein bisschen am Arsch. Ich bin hier ein bisschen am Arsch. Ich bin die ganze Zeit in diesem Stadium und ich glaube, ich bin ganz kurz davor, den nächsten Drogentrip, ja, diese zu haben. Kannst mich mal. Nein, ich will dein scheiß Ding nicht. Geh weg. Ich hab das schon gehabt. Ach ja. Warum, Faith? Warum? Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Hm? Verstehst du denn nicht, was wir hier aufbauen wollen? Nein. Ey! Oder ist es dir nur egal? Du läufst mal hierhin, mal dorthin. Du fügst denen Gewalt zu, die dir überhaupt nichts tun wollen. Ja, genau. Sie sind zufrieden hier. Sie wollen hier sein. Warum willst du mich denn wegbomben lassen, du blöde Fee? Ich weiß, dass du zweifelst. Aber nur so kann diese Geschichte enden. Hast du einen Rollkragen? Hast du einen Pulli da unten? Was du tust, kann das ändern. Deine Freunde da draußen, sie sind getrieben von Angst. Sie hat einen Pulli da drunter, oder? Sie verstehen es nicht. Das ist modisch unkorrekt, Faith, ja? Aber er versteht. Er zeigt es dir. Marshall! Hey, Rookie. Komm schon. Komm, alles okay. Oh, Marshall. Ja. Ich weiß, du willst mich zurückbringen. Es ist okay. Sie weiß es. Alle wissen es. Du glaubst, du tust das Richtige. Du glaubst, ich müsste gerettet werden. Aber muss ich nicht. Ich will nicht zurück. Nicht ins Boot pinkeln, Marshall, bitte. Nie wieder. Reiß dich zusammen. Hast du dir je die Zeit genommen und auf dein Leben zurückgeschaut? Ich meine, was du tatsächlich daraus gemacht hast, weißt du? Man sagte uns, wir könnten alles werden, oder? Ein berühmter Sänger, ein Spitzensportler oder ein Filmstar. Wir könnten alle Erfolg haben, Rookie. Aber nein. Das ist nicht wahr. Wir leben oberflächliche Leben. Und tun nur das, was andere uns sagen. Tag ein, Tag aus. Es kommen immer mehr Schmetterlinge aufs Boot. Aber... Komm schon, wann hast du zum letzten Mal etwas getan, das nicht erwartet wurde? Abfahrt. Immer? Immer? Nein, Rookie. Wir leben nicht unser Leben. Also ich schon. Wir leben ihres. Nein. Und wir glauben, wir hätten einen freien Willen. Haben wir auch. Das ist eine Lüge. Eine Illusion. Ja, und jetzt natürlich hast du auch deinen eigenen Willen, hä? Oh, Mann. Ich bin so fertig damit. Ich will kein Opportunist mehr sein. Ich will nicht mehr nur ein Handlanger sein. Und ich will nicht länger der Müllschlucker sein. Ich bin es so leid. Marshall. Weißt du, wenn das echte Leben ist, wo ist da der Sinn?
Nur hier habe ich die Chance, das zu sein, was ich niemals für möglich gehalten habe. Zufrieden. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber tu's nicht. Marshall. Hast du eigentlich einen Namen? Und letzten Endes, Wookie, ist das nicht das Einzige, das wirklich zählt? Zufriedenheit? Wie wär's mit glücklich sein? Das zählt, für mich zumindest am meisten. Voll unklischeehaft. Warte, ich will ihn mitnehmen. Einfach 3, 4 Fäuste in die Fresse und er ist wieder normal. Vertrau dem Bliss nicht. Hol dir den Marshall. Versuch's, aber er geht davon wie ein Zombie. Kann ich laufen? Marshall! Lass den Marshall nicht durch dieses Tor gelangen. Ich versuch's. Gleich springen, laufen, irgendwas. Nicht mich in ein Reh verwandeln und ihn niedertrampeln. Rookie, du musst ihn retten. Ja, ich versuch's. Take down. Was ist jetzt passiert? Aber die Musik ist schön, muss man sagen. Die ist echt schön vom Bliss. Auch die vom Ladebildschirm. Die ist sehr schön. Piff. Es wird mir so eine Freude sein, dich umzubringen. Warum zum Henker hast du ein Pulli unter deinem Kleid an? Warum kein weiß nicht, Spaghetti-Trägerleiberl? Warum denn warum ein Pulli oder ein komisches T-Shirt? Mit Kragen. Warum? Nicht mal ein T-Shirt hättest du drunter anziehen müssen. Es hätte doch nur der BH gereicht. Warum denn ein blödes T-Shirt? Vibe. Hi. Ist dich gut. Tracy, bring die Spritze hier rüber. Habe ich ihn? Oh mein Gott, wie habe ich ihn mitnehmen können? Ah, Burke heißt er, okay. Okay. Bist du ein Beruhigungsmittel? Nein, keine Drogen. Nimm die Waffen überhaupt nicht einfach aus dem Bliss und ist clean. Ich kann es. Schön. Okay. Bitte. Okay. Ich bin nicht verletzt. Oh, das schaut gar nicht gut aus. Okay, halt der Verbleib. Okay, leg dich einfach hin. Ganz ruhig. Du hättest sie nicht herbringen sollen. Tracy. Fick dich, Tracy. Ich halte das für eine scheiß Idee. Das habe ich von Anfang an gesagt. Du hast keine Ahnung, was sie mit deinem Gehirn anstellt. Trau ihm nicht. Ich sehe Schmetterlinge. Boah, wie schön. Ich rede mal mit dir. Oh, jetzt bin ich wieder umgefallen. Das zweite Mal hinter Gittern, aber diesmal freue ich mich drüber. Wie läuft's, Kumpel? Ja, auf einmal kann ich ihn nicht abknallen. Unwissenheit ist ein Siegen. Hey du, der Marshall. Cool. Ich kann dich rüberschubsen. Mit meiner imaginären Superkraft. Wie geht's, Missy? Nenn mich nicht Missy! Bliss zum Ende der Welt. Ich kann's kaum fassen, dass du den Marshall aus der Glückseligkeit geholt hast. Das wird die Faith nicht durchgehen lassen. Sie wird's dir gehörig heimzahlen, Jungspund. Ja. Sei auf der Hut. Das Beste aus dieser schlimmen Lage. Na, Jesse. Wen habe ich denn da eigentlich noch mitgenommen? Das war ja mal ein toller Trip. Ach ja, die Olivia. Die sprengt. Ja, Schocki. Angriffe sind jetzt besonders brenzlig, resistent gegenüber den meisten Explosionen und Einschlägen. Das ist er. Und das da ist die Adelaide. Da muss ich dann noch die Mission weitermachen. Wir stehen alle hinter dir, Deputy. Ja, das ist ganz toll. Danke. Brauche ich irgendwas an Muni? Ja. Passt so. Hey, Mädchen.
Ciao, Mädchen. So, das war der Drogentrip. Gut, dass ich Stopp gemacht habe gestern. Apportiert die manchmal die Waffe nach einem Angriff? Boomer? Du kannst Waffen apportieren? Das wusste ich gar nicht. So, ich will aber immer noch diesen scheiß Schrein hier kaputt machen. Von dort dann zum Elend und von dort zum Außenposten. Falls die Faith nicht meint, ich will irgendwas machen mit dir. Das war nämlich eigentlich meine eigentliche Route gewesen. Aber dann ist mir der Drogentrip in die Quere gekommen. Also, die Offscreen-Route war natürlich nur Schrein kaputt machen. Und ich habe aber sofort gestoppt, weil das Bliss um mich herum angefangen hat, komisch zu werden. Und ja. Schaut unten aus wie Spinnweben, das Kleid. Aber nur im Bildschirm. Da. Ja, jetzt darf ich wieder... Oh, oh. Da ist... Hey, da ist ganz kurz ist da einer einfach mal in der Luft gesessen. Oh Mann. Ich hab einen gesehen. Da. Wir fahren weg. Ist da was? Ich höre noch was. Aua! Ey, ich wollte dich gerade abknallen. Scheiße! Hilf mir oder töte mich! Du schaffst noch mehr. Ich töte dich nicht! Hilf mir oder töte mich! Nein! Alles klar, gib mir Deckung! Alter, spinnst du? Wie tschüss! Fuck die Hände, Alter! Blöd. Kuh! Ich sagen die Frauen, die sehen ganz cool aus. Sag mal, ist der über den drüber gefahren? Behindert. Ja. Wir müssen da hoch. Mein Herz rast wie verrückt. Dieses anschwillende Crescendo. Das war jetzt ein bisschen unheimlich. Ich dachte schon, da kommt jetzt, weiß ich nicht, eine Armee von, weiß ich nicht, wie vielen. Und es ist Nacht und es ist Nacht. Peaches, lauf, lauf, lauf. Oh! Ach, da oben haben wir... Was haben wir denn da oben? Achtung, bin unterwegs! Hallo! Danke, dass du sogar in meine Richtung schaust. Sehr nett von dir. Hi! Aua! Ey! Ja. Wer hat mich denn da jetzt... Ey, Peaches, hast du mich gerade angegriffen? Blöde Kuh, ha? Komm her. Du musst dir wohl noch mal Liebe zeigen. Hm? Oh, oh. Hi! Und bye. Hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Nick und Boom. Und K und Boom. Oh, ich bin voll winzig. Oh, hier war letztes Mal eine Geisel. Und dann wäre ich fast in den Drogengrip reingerutscht aufs Screen. Genau, so war's. Mein Puma hat mich einfach angegriffen. Das finde ich nicht okay. Und ich will den Bären haben. Ich will den Bären haben. Ich will mit dem kuscheln. Also flauschig. Ach ja. Oh, da ist ein... Ist da noch was oben? Oh Mann, da gehen wir hin. Übrigens. Grizzlybären. Oh oh. Peaches, mach keinen Blödsinn.
Grizzlybären gibt's, glaube ich, anscheinend nur in Johns Gebiet. Oh ne, geh weg. Geh weg. Okay, bin unterwegs. Grizzlybären gibt's nur in Johns Gebiet. Jacobs Gebiet, pardon. So wie es aussieht. Entweder gehen wir da gemeinsam hin oder wir lassen es platzen und gehen da erst hin, wenn wir halt in Jacobs Gebiet rein müssen. Hui! Da. Ich rücke vor! Oh Gott, war das schon wieder eine Geisel. Jetzt seht euch mal dieses Arschloch an! Ja, seht euch dieses Arschloch an, Wahnsinn, was? Schon wieder eine Geisel hier kaputt gemacht. Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun. Wie mehr? Was mehr? Das sind schon wieder Bienen? Eieieiei. Ich sollte vielleicht mal. Oh Gott. Ich sollte vielleicht mal Bienen. Scheiße! Feindkontakt! Ich sollte. Oh, ein Stinktier! Ich sollte vielleicht mal Bienen angreifen. Vielleicht machen die ja meine Arbeit. Glück gehabt. Hätte mich fast überfahren. Alles klar, gib mir Deckung. So, wie viel haben wir denn noch? Jetzt fehlen noch knapp 5000, na knapp 4000 Punkte bis zum letzten Punkt. Wir gehen jetzt zum Elend. Ja, wir gehen zum Elend. Denn angeln kann ich so wenig, sowieso nicht. Oh, Moment, das ist hier. Das ist Jacobs Gebiet schon. Das ist alles Jacobs Gebiet schon, okay. Ja, eigentlich kann ich sowieso nicht. Wir gehen zum Elend, von dort aus zum Außenposten, zum Prepper-Versteck und wo es uns sonst noch so hinführt. Irgendwann kommt auch Adelaide's Mission dran, die ist halt weiter unten. Was ist jetzt los? Oh, Peaches. Kommt ihr eher? Passt. Noch ein bisschen müde. Ups. Da kommen wir rüber. Ah, ich weiß nicht, ob eine doppelläufige Shotgun besser wäre. Mann, finde die nicht so toll. Hinter? Vorder? Okay, ich bin unterwegs. Wo hast du jetzt was markiert, Mädchen? Keine Ahnung. Da aber, kommt ein Gesicht zum Reinschlagen! Aber anscheinend sind da Leute hinter mir. Uns? Oder Viecher? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Da will sich wohl jemand eine Tracht Prügel abholen! Ah, ja, ja. Oh, cool. Ich habe wieder ein bisschen Zeug und Dynamit herzustellen. Ja. Vielleicht sollte ich da mal was einnehmen, hm? Schneller. Das ist doch nur ein großes Fehlknäuel. Ob ich gleich so wird. Drogen! Drogen! Oh, scheiße. Ah! Echt jetzt? Hol mich, hol mich, hol mich, hol mich, hol mich. Komm, komm, komm. Nicht mich aufessen. Nicht mich aufessen. Danke. Ja. Willst du mich verarschen? Ich bin jetzt. Ich glaube, ich bin da runtergesprungen. Hierher. Und bin tot. Tot. Was soll der Kack? Oh, gehören die zu mir? Hey, was macht ihr denn da? Oh! Ey, das ist voll gemein! Das ist richtig gemein! Ich dachte, oh! Ich dachte, das wären Freunde! Ich sehe das Arschloch! Ist der echt tot? Du meinst, du könntest einfach so Marshall Burke entführen? Oh oh! Ich habe ein blödes Gefühl.
müssen wir den sicher zurückholen. So, das Elend. Wir haben es fast geschafft. Die Musik macht mich irgendwie ganz kirre von dem Drogenzeugs hier. Misery. Kirby, ich glaube nicht, dass das nur Gerüchte sind. Ein Erkundungsteam hat sich gerade gemeldet. Eine Priesterin der Sekte ist auf dem Weg zu dir. Das kann kein Zufall sein. Du hast nur ein paar Minuten, das Gebiet zu sichern. Sei vorsichtig. Sie haben vermutlich Geiseln. Na toll. Peaches, lauf! Hier ist ein Heckenschütze! Bin unterwegs! Alter! So, jetzt ist der hin. Und der. Wo ist der Rest? Direkt vor mir ist einer gewesen. Nein. Super, das Gebet. Das wollte ich auch gerade machen. Da fehlt noch einer. Halt die Fresse. Die von Da fehlt noch ein Überfall, die Priesterin. Ja, wie überfallen? Soll ich die einfach hier niederschießen oder was? Ich hoffe, du bist bereit, Rookie. Wenn unser Timing stimmt, dann taucht diese Priesterin jede Sekunde auf. So gut wie erledigt. Töte die Priester in der Sekte. Okay. Geht doch. Geht doch! Alles supi! Rette die übrigen Geiseln. Okay. Ha, 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 ha. Im Arsch seid ihr. Rette die übrigen Geiseln. Sind denn hier noch Geiseln? Nee, der ist tot. Okay, die ist befreit. Sprengstoff. Schauen wir ganz kurz hier rum, ob hier noch eine Geisel ist. Wait a second. Kiste von dem, schade. Jetzt da rein. Okay, da fehlen mir noch. Fehlt mir noch Gaso. Du bist befreit. Wo ist denn da noch eine Geisel? Wo ist denn hier noch eine Geisel? Ich hab nur zwei gesehen. Oh, hier war ein Moment.
Befehle der Sekte. Ich weiß, es ist schwer. Es tut weh, anderen weh zu tun. Aber wir geben den Ungläubigen eine letzte Chance, uns zu sagen, wie man unser Projekt und überhaupt alles retten kann. Sie wollen helfen. Sie brauchen nur den Schutz, damit er ihnen die Erlaubnis gibt. Sie wollen helfen. Sie brauchen nur den Schmerz, damit er ihnen die Erlaubnis gibt, diejenigen zu verraten, die es für ihre Freunde halten. Keine Sorge, das Bliss wird dein Schwert wegwaschen. Wenn du dem Vater auf diese Weise genug gedient hast, Liebe, deine Priesterin. Ficken Sie sich bitte mal ordentlich ins Knie, liebe Priesterin. Vielleicht hier? Oh, okay, und wie kriege ich dich da raus? Scheiße. Wie kriege ich den dann da raus? Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur das Schloss aufmachen. Sorry! Spricht der Sheriff. Ich habe gehört, dass du Fees Priesterin getötet hast und ein paar unserer Leute retten konntest. Du hast die Kugas wieder ins Spiel gebracht. Klasse Leistung, Rookie. Klasse Leistung. Ja, bitte. Oh, es tut mir gerade urleid. Es war echt keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur das Schloss kaputt machen. Das möchte ich als Erster danken, Rookie. Du hast alle Vermissten aufgespürt. Irgendwie passt da, Rookie, nicht mehr. Wird mir schwerfallen, dich nicht mehr so zu nennen. Ausgezeichnete Arbeit, Deputy. What the fuck? Freund und Helfer abgeschlossen. Oh oh, da kommt was, da Leutchen her. Okay, was ist da hinten los? Was ist da hinten los? So, soweit kann ich schießen, oder? Soweit kann ich wirklich schießen? Ein Snapper mal ungenug. Okay, bin unterwegs. Wo kam das denn her? Scheiße, Feindkontakt! Scheiße! Au! Okay, Moment. Gute Entscheidung, dass du mich mitgenommen hast. Ja, ich weiß. Es ist immer eine gute Entscheidung. Da kommt ein Gesicht zum Reinschlagen. Ich geh mal hier weg. Nicht zu offensichtlich. Wir werden hier fertig. Erwischt. Seht euch mal dieses Arschloch an. Ich bin so bad boy, girl mäßig. Aus. Sekten-VIP wieder. Cool. So, wir sind beim Elend gewesen. Wir haben die Mission hier erfüllt. Jetzt geht's zum nächsten Außenposten. Und wir haben da... Huh. Ja. 2700 Punkte, bis Faith uns an den Kragen will. Und bis wir Faith endlich töten dürfen können. In Position und bereit. Schön. Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit meiner Auswahl. Ich hätte gerne noch einen Waffenslot, damit ich mir ein Maschinengewehr irgendwo reinschleppen könnte. So eine automatische Pistole. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl auch, Faith klappt ziemlich schnell. Also bei John habe ich sehr, sehr lang gebraucht, um die Punkte zusammen zu bekommen. Faith irgendwie, weiß nicht. Kommt mir so vor, dass das schneller geht, aber ist wahrscheinlich nur meine Imagination. Wahrscheinlich, weil ich mich bei John erst hier reinfühlen musste. Steinball, statt was. Hä? War noch nicht gerade was? Na gut, anscheinend nicht. Oh ja, geil, Drogen! Zum Glück geht's. Kein Alligatoren. Whee! Weißt du, schön ist auch mal runter. Hä? Auf einmal höre ich U-Boot-Geräusche. Oh oh. Oh, die Geräusche da finde ich nicht so toll. Wir sind doch alles da unten! Oh oh. Ich bin gar nicht da. Bin ich da.
Ich bin ein Fisch. Blub, blub, blub. Ich bin ein Fisch. Fisch, 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 Fisch. Ja, genau. Bin ein kleiner Fisch, ganz süß und lieb. Boah, weh, du fährst im Wasser meine Peaches, ja, also, puh. Ich hab unseren Gast gefunden! Oh, oh, nein, ich bin gar nicht da. Nein, ich bin gar nicht da, du bist so doof. Ich tauch unten und du verlierst mich. Aber ich brauche meinen meinen Raketenwerfer. Ah, fuck. Beeil, ich muss aufs Land. Ich brauche meinen Raketenwerfer, damit ich den scheiß Heli da abschießen kann. Aua. Oh Mann. Ey, warum liegt denn der... What the fuck? What the fuck? Und mich. Bisschen schneller. Ey, was? Warum hat ihn das nicht getroffen? Jetzt aber. Also jetzt lebst du jetzt wieder. Gegner Verstärkung gerufen. Ja, toll. Alles gut. Wie erbärmlich. Letzter Versuch, Schweinehund. Oh. Die ist nicht echt. Die ist nicht echt. Die sind nicht echt. Die sind beide nicht echt. Achtung! Zum Geier! Ich rücke vor. Schießen! Wir schicken Hilfe! Haltet durch! Was? Ich bin noch nicht einmal beim Außenposten. Ha? Peaches ist doch nur ein großes Fickknäuel. Sag bloß, das gilt jetzt auf den Außenposten. Ah, ich seh's, glaube ich schon. Alles klar, gib mir Deckung. Ja. Das gilt schon für den Außenposten. Schlecht. Da! Ach, das wäre eh schon für den Arsch gewesen. Aua! Nice, Peaches! Okay, los geht's! Volle Wäsche hinein! Zum Alarm, zum Alarm, zum Alarm, zum Alarm! Alarm, zum Alarm, Alarm. Verdammter Hunger! Da ist einer von denen! Ist noch einer, oder? War das meiner? Das war ein Alarm? War es nur ein Alarm? Bitches. Nee, ist noch einer. So. Es gibt noch einen. Noch ein Alarm. Böses Kätzchen! Böses Kätzchen!
Böses Kätzchen, wo ist der dritte Alarm? Es kommt Verstärkung aus dem Osten. Wo ist der dritte Alarm? Ich bin das Arsch. Aua. Au, fuck. Nein! Shit, 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 Peaches, 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 hol mich, hol mich, hol mich! Nein! Oh mein Gott, mein Puma! Ey, was soll denn der Scheiß? Warum ist denn da gleich der Alarm ausgelöst worden durch die zwei Bliss-Erscheinungen? Das ist schon wieder was ich weiß, du kennst die Geschichten über mich. Alter, Faith, warum nimmst du dich denn immer so wichtig? Ich kenn dich nicht, ich will dich nicht kennenlernen, du bist für die Kacke, ja. Okay, los geht's. Jetzt ist wenigstens auch kein Alarm ausgelöst worden. Diesen Peggy-Wichsern zeigen wir keine Gnade. Gut, sind beide da. Warum redet sie denn jetzt? Wo sind hier die Leute? Oh, da. Da ist einer. Achtung, bin unterwegs! Da ist der andere. Da ist noch einer. Licht aus, Drecksack! Go, 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 go. Warum rennst du zu mir? Kannst du mir das erklären? Ich bin nicht da. Huh! Was? Das war's schon? Wow. Okay. Warum gebe ich mir eigentlich immer solche Mühe? Was sind denn da Milch? Entdeckt. 1987 habe ich mal im Brulak freigeschaltet. Toll. So, was haben wir hier? Hallo. Halt mich nicht für verrückt, aber da ist ein irrer Bär in Lydias Höhle. Die Sekte hat wohl ihre Drogen eingesetzt, um ihn in eine lebende Superbärenwaffe zu verwandeln. Ein Superbär! Hat nicht geklappt. Und jetzt ist er frei. Er ist wirklich böse und echt stark. Wir haben ein paar Leute losgeschickt, ihn zu töten, aber keiner kam zurück. Ich hoffe, du schaffst es, uns von dem Viech zu befreien. Bitte. Bevor er noch mehr Menschen tötet. Mhm. Okay. Der Judge Bear. Okay, wir haben einen Judge Puma, wir haben einen Judge Bären. Wir haben hier Waffen und Munition. Ich habe da eh nichts zu verkaufen, oder? Ah, doch. Ein bisschen was. Das war knapp. Ah, warte. Warte mal. Da. Damit wir da wieder auf die sind. So. Okay, Prepper-Versteck. Geht sich das noch aus? Können wir das noch schnell machen? Warum nicht? Entschuldigung! Prepper-Versteck, Prepper-Versteck, krieg ich wieder Punkte, tralalalala. Bald will die Faith mir an den Kragen und bald will ich ihr den Kragen umdrehen. Nein, den Drogentrip hatten wir schon. Marshall haben wir auch. Das ging relativ schnell, meiner Meinung nach. Ich meine, sie macht es auch so wie John. Bei den Punkten, wenn die voll sind. Aber irgendwie, aber anscheinend macht es vollkommen random. Hol ihn. Der ist böse. Der ruft Alarm. Hi! Und tschüss! Du rufst keinen Alarm! Ich bin unterwegs! Du rufst keinen Alarm! Das sind ein paar böse Wichte!
Nein, nicht nehmen! Gib mir wieder. Jetzt seht euch mal dieses Arschloch an! Hui. Ich krieg das MG! Nein, ich krieg das MG! Nein, ich will das MG! So. Prepper-Notiz an jeden, der das liest. Ich habe gesehen, wie die Peggys ihre toten Angels entsorgen, indem sie sie in die Spalte oben auf dem Hügel werfen. Jemand könnte sich genau durch diese Öffnung in die Höhle fallen lassen, um die Ausrüstung zu stehlen, die sie da versteckt haben. Ehrlich jetzt? Ich rücke vor. Bin eh schon vom Blitzkombat Gaga. Jetzt muss ich auch noch hier zwischen Leichen rumwühlen. Geil. Und so eine Spalte, ha? Huh? Mal gucken. Viel Glück euch allen! What the fuck? Viel Glück euch allen! Okay, ich bin unterwegs. Was soll das denn? Sharky, was du das? Huch! Ach, da hinten. Huch! Was passiert denn da bitte? Hallo! Böses Kätzchen! Böses Kätzchen! Oh, mein Kätzchen ist ganz lieb, ja? Gegner hat Verstärkung. Warum? Huch! Alles klar, gebeten! Wo ist mein Puma? Wo ist mein Puma? Peaches? Boah, Gott sei Dank, ich dachte gerade, der hat sie mitgenommen. Alter. Die haben ja aber auch einen Zahn drauf. Oh, hi. Das ist nett von euch, dass ihr auch extra aussteckt. So. Du darfst sie essen, mein Schatz. Aber die Bliss-Sachen, die Bliss-Viecher vielleicht nicht unbedingt, die sind vielleicht, ja. Nicht so gut für dich. So, darf ich jetzt bitte in die Scheißhöhle reingehen? Ihr best Zivilist gerettet. Wo? Wie? Wann? Ja, keine Ahnung. So. Ich gehe jetzt hier rein. Tralala. Finde das Versteck. Ich geht. Knochen. Ich. Hi. Seid widerlich. Hui. Hoppala. Eieiei. Wie lange muss ich mich da jetzt abzahlen lassen? Ah. Oh, ich bin schon unten. Heiße Quellen, ha? Huh? Na, ja, die sind sicher nicht so gut für mich. Autsch, ja, dachte ich mir schon. Wo muss ich denn hin? Na, hier hin mal nicht. Warte, was war da? Da war irgendwo ein Kletterhaken. Warum? Ich hab doch da gerade. Mann, ich hab da irgendwo gerade einen Haken. Da doch, da drüben. Okay, warte. Warte noch. Okay. Oh nein, jetzt sind die auch noch down, Alter. Was ist denn da los schon wieder? Könnt ihr euch nicht einmal zusammenreißen? Peaches ist am Arsch. Toll. Ich nehme schweren Schaden. Was machen die dann immer? Jedes Mal, wenn ich im Versteck, in irgendwelche Verstecke bin. Hallo? Machen die irgendeinen Scheiß? Ich brauche hier deine Hilfe. Bitte. Ich kann dir aber gerade nicht helfen. Ich glaube, ich sterbe! Wie schwingt mich denn jetzt hier über? Jetzt sterben's beide, ja komm. Weg mit euch, komm. Kann ich ihn nicht weggeben? So. Ja, wenn ich ihn entlasse, ist er komplett raus. Ach Gott, gerade noch so. Braucht die Peaches nämlich nicht so lange, bis sie wieder verfügbar ist. Ja, was machst du denn? Warum machst du das, was du getan hast? War da nicht irgendwo noch ein Kletterhaken? Ich brauche wirklich Hilfe! Wie komme ich
Oh, warte. Ups. Ja. Lass mich doch hier nicht sterben! Halt doch die Klappe. Wirklich. Warum? Jedes Mal, wenn ich irgendwas mache. Jedes Mal, wenn ich irgendwas tue. Beim Prep-Versteck. Geht er mir am Arsch. Mache sie immer irgendetwas, was ich nicht mag. So. Hui. So. Penis! Penisse! Ich habe Penisse gefunden. Hm. Okay. Finde das Versteck. So. Features ist nicht verfügbar. Hä, was? Wieso? Hä, wieso? Ach. Hallo? Huh. Hallo, ich bin die Art von der Vermietung. Sie haben ihre Miete nicht bezahlt. Komm, Mundi. Na komm. Ja, ich wusste es. Blöds Whisky. Zuerst doch so unschuldig tun und dann so, Moment! Herrchen tot! Blöde Kuh. Das Angelgrab. Alright, was haben wir hier? Nein, nicht nehmen. Da, lesen. Trauernachricht. Lana oder Lena. Gott im Himmel, was sie dir angetan haben. Allein die Tatsache, dass du den ganzen Blödsinn glaubst und dich selbst so total vergessen hast. Du hast deinen Namen vergessen. Wie? Lana? Lena? Was hat er dir gesagt? Was für ein beschissenes Blutritual hat dich glauben lassen, dass dein Name Faith ist? Ist nicht wichtig, wie es passiert ist, schätze ich. Er sagte dir, du wärst etwas Besonderes. Aber am Ende hat er deinen Körper zum Kompostieren in diesen kochenden Tümpel geworfen. Wie einen gewöhnlichen Angel. Ich will immer Angel sagen. Weil ich nicht weiß, ob jetzt Angelland oder Angel oder keine Ahnung. Nein! Oh Mann! Gib den mir wieder. So. Voll, alles voll. So. Irgendwas. Warte. Aha! Geld. Ah, oh, Sonne. Schön. So, das war's, Prep-Versteck. Ich würde sagen, wir beenden die Part hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, was haben wir denn hier? Judge Beere und... Ja, da machen wir gleich die zwei Sachen, weil die da gerade in der Nähe sind. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es braucht nicht mehr viel, damit wir Faith endlich töten können, was mir eine Freude sein wird. Und ja, ich hoffe wie immer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.